Viele haben ja, Freiburg als Absteiger auf dem Zettel gehabt. Und deswegen Hochachtung an diese Mannschaft, an den Verein, an den Trainer. Der Trainer Christian Streich soll ja auch in Schalke im Gespräch gewesen sein. Glauben Sie, dass er da hingepasst hätte? Ja gut, das kann man jetzt so nicht sagen. Er ist mit Begeisterung dabei. Ich denke mal, dass er eine Mannschaft begeistern kann. Und er hat hier tolle Arbeit geleistet, das muss man einfach so sehen. Aber er hat das schnell abgesagt und bei Freiburg unterschrieben. Noch eine ganz andere Frage. Saisonhöhepunkt für Fußballfans steht noch bevor. Champions League-Finale, Bayern gegen den Lieblingsclub aller Schalker, die Dortmunder. Drücken Sie wirklich den Bayern die Daumen oder ist es mit der Rivalität bei Ihnen nicht so weit? Ich persönlich schon, weil erstmal komme ich aus Bayern und die Arbeit des FC Bayern. Seit 45 Jahren muss man einfach hoch anrechnen, was die alles auf die Beine gestellt haben. Da haben sie sich erarbeitet und ich glaube, Bayern ist Favorit. Sie haben eine tolle Saison gespielt, sie haben alle Rekorde geschlagen und deswegen glaube ich, dass Bayern gewinnt. Aber es ist ein Spiel und man hat es letztes Jahr gesehen, es kann alles passieren.